Dass wir auch wieder wunderbar rauskommen, das ist unsere Hoffnung immer wieder. Klarerweise ist es so, dass es sowieso klar ist, nur bitte Folge, das ist jetzt am Anfang, wir werden jetzt da mal mit dem Grubenwagen anschließend hineinfahren ins Bergwerk, ungefähr 350 Meter weit. Das geht eh nicht sehr schnell, trotzdem nachher bitte möglichst vorsichtig sein. Ja, es ist nämlich so, dass der Stollen manchmal etwas schmal und niedrig geworden ist. Das also berücksichtigen bei der Einfahrt, die wir es dann gleich machen werden. Das ist genug. Rechts absteigen, es geht jetzt zu. So, ja gut, für die es davon weiter hinten vielleicht nicht so schön sehen können. Wir stehen jetzt hier mal alle vor dieser ersten Rutsche und mit diesen Rutschen gelangen wir jetzt da in weiterer Folge immer hinunter zu den diversen Laugwerken eben. Ja, die Laugwerke sind also verschieden weit um sich rum. Technik viele Arbeitsgänge leichter gemacht hat, sind noch immer ganze Männer erforderlich, um hier im Berg zu arbeiten. Passt schon wieder, geht schon. Passt der nicht? Sitzt du ohne Kaffee? Super, Andreas! Siehst du mit, bis sie stief? Ja, damit. Wahnsinn. Das sind lauter Abplagerungen da dran. Das sind die taugenden Steine und so weiter, die was vorher da an der linken brennen wird. Das senkt sich alles da ab und das bleibt dann länger. Normalerweise ist das aber nicht so durchsichtig, aber es ist natürlich jetzt schon 30 Jahre da unten. Jetzt hat sich alles schon abgezogen.
aber immer noch am selben Salze. Der ist eh ziemlich groß, ja, 3800 Quadratmeter ungefähr ist das an der Decke groß, das Laugwerk. Das kann aber noch größer werden, ja, bis zu 5000 Quadratmeter. Also fast so groß wie ein Fußballfeld kann so eine Decke groß werden. Und man muss sie aber im Salz selbst an und für sich nicht abstützen, ja, wie man auch die Decke da macht ist. Das ist nichts anderes als der Filterkasten. Es ist ja so, dass wir schließlich hier mal das älteste Abbauverfahren vor uns haben, das Laugwerksverfahren, ja, außerdem schon ungefähr 1000 Jahre alt, die Art und Weise, wie man da Salz abbaut, also nicht sehr jung. Da ist das Ganze zum Unterschied von vorhin so geregelt, dass die Sohle nach unten abfließt, und zwar durch diesen Kasten. Der Kasten geht ungefähr 25 Meter nach unten bis zum unten. Immer gleich tragfähig das Ganze, wenn man zum Beispiel schaut, braucht man nicht viel machen, wenn das Ganze verunreinigt ist, das Salz, ist es nicht sehr tragfähig, ja, fällt es nur wenig runter. Es kann aber auch sein, dass da manchmal mehr runterfällt, wenn es eben dementsprechend größer ist. Und falls da was runterfällt oder vielleicht auch das Ganze runterfällt, dann kann man sich auch vorstellen, dass da etwas los ist im Berg, denn es ist ja so, wie gesagt, dass wir nur immer da praktisch diese Stollen haben, und wenn da jetzt Luft verdrängt wird durch eine Schicht, die ungefähr 5000 Quadratmeter groß ist und ungefähr 10 Meter dick, dann kann man sich vorstellen, dass die Luft eine gewisse Geschwindigkeit bekommt, also eine relativ große Druckwelle daraus entsteht. Die war früher sehr gefürchtet und war häufige Ursache für Grubenunglücke größerer Art. Inzwischen aber Tätigkeit herinnen, man muss mit Sprengstoff Stollen vorantreiben, derzeit noch, ja. Man muss mit elektrischem Strom Bohrlöcher bohren und überall dort kann natürlich was passieren. Und falls etwas passiert sein sollte, ist es am Ende des Ganzen. Es ist aber natürlich nicht so, dass wir schon draußen sind. Ja, noch haben wir nicht gewonnen, sozusagen, denn ungefähr 190 Meter liegt noch Gestein jetzt über uns. Und wir sind ungefähr 750 Meter jetzt von der schönen Einfahrt entfernt, ja, an der Stelle. Und natürlich hier ist der Zweck der Übung, dass man den richtigen Weg findet zum Rausgehen. Das ist aber ziemlich einfach, das ist dann hier wieder hinaus. Ungefähr 750 Meter weit ist die Gesamtstrecke, davon 400 Meter soll wieder zu Fuß gehen und die restlichen. Thank you.
Ich habe mir den Haus.